Verehrte Gäste, liebe Preisträgerinnen und Preisträger, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Verleihung des Otto-Brenner-Preises 2018. Ganz besonders möchte ich die Musiker begrüßen, die wir gerade schon ein bisschen gehört haben und die uns durch den Abend begleiten. Das Ensemble Cacao Del Mar mit Jan Sichting am Saxophon. Andreas Reimann am Piano. Und Marco Philipp am Schlagzeug. Herzlich willkommen, vielen Dank. Preise für kritischen Journalismus wollen wir heute vergeben. Und man muss sich dieser glücklichen Situation bewusst sein. Denn kritischer Journalismus ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Und dazu muss man noch nicht mal auf Diktaturen blicken oder auf autoritär geführte Länder. Auch hier bei uns, auch in den scheinbar gefestigten Demokratien des Westens, finden beunruhigende Entwicklungen statt. Ein Chefreporter des CNN, einem Chefreporter, wurde vor kurzem die Akkreditierung fürs Weiße Haus entzogen nach einem Wortgefecht mit Donald Trump. Inzwischen hat er sie vorläufig zurückbekommen nach einem Gerichtsurteil. Zuvor hat Trump im Wahlkampf öffentlich einen republikanischen Kollegen gefeiert, der einen kritisch nachfragenden Journalisten niedergeprügelt hatte. Wie sich zumindest Teile der AfD den Umgang mit der kritischen Presse vorstellen, machte ein Facebook-Post der Parteifraktion des Hochtaunuskreises schon mal deutlich. Bei den uns bekannten Revolutionen wurden irgendwann die Funkhäuser und Presseverlage gestürmt und die Mitarbeiter auf die Straße gezerrt. Was wir gerade erleben, ist eine Dämonisierung und Anfeindung des kritischen Journalismus, die unsere Demokratie im Kern angreift. Das kann nur ein Ansporn sein, weiterzumachen und gerade jetzt besonders genau hinzuschauen und Fakten sprechen zu lassen. Wir ehren heute Journalisten, die genau das tun, die kritisch und unabhängig berichten, die sich der Wahrheit verpflichtet fühlen, die umfassend und faktenorientiert recherchieren. In diesem Jahr wird der Otto-Brenner-Preis zum 14. Mal vergeben, in 5 Kategorien, dotiert mit insgesamt 47.000 Euro. Bitte begrüßen Sie jetzt den Gastgeber der Preisverleihung, den Verwaltungsratsvorsitzenden der Otto-Brenner-Stiftung, ersten Vorsitzenden der IG Metall und Mitglied der Jury Jörg Hofmann. Liebe Preisträgerinnen und Preisträger, liebe Gäste der Preisträger, liebe Mitglieder der Jury, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum 14. Mal verleiht heute die Otto-Brenner-Stiftung den Preis für kritischen Journalismus. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen nicht nur zu einer guten Tradition, sondern zu einer notwendigen, denke ich, Kontrapunktion öffentlicher Debatten. Warum geht es? Kritischer Journalismus ist wichtig, da stimmen Sie sicherlich zu. Warum? Weil Journalismus ist Berichterstattung. Kritischer Journalismus, so verstehe ich es, hingegen befähigt die Menschen zur Meinungsbildung. Und als überzeugter Demokrat, lassen Sie mich dazu eine Anmerkung machen. Ich denke, die Verantwortung der Medien wächst umso mehr, je mehr der Zusammenhalt in der Gesellschaft leidet. Und Zusammenhalt ist keine Worthülse. Zusammenhalt ist nicht allein das Gegenteil von Spaltung. Zusammenhalt hat Gesichter von Gewinnern und Verlierern in unserer Gesellschaft. Wir haben Hochqualifizierte und Bildungsverlierer. Wir haben Menschen, die immer wohlhabender werden und Verteilungsverlierer. Wir haben Privatversicherte und Gesundheitsverlierer. Und wir haben schöne Häuserbewohner und Wohnungsmarktverlierer. Und wenn der soziale Abstieg für viele real vor der Tür steht, wenn Kinderarmut in Deutschland ein Thema ist, wenn Menschen das Leergut aus den Mülleimern sammeln und wenn es links der politischen Mitte keine kraftvollen Antworten gibt, dann ist es nicht allzu verwunderlich, dass trotz guter Wirtschaftslage der Vorwurf vom Elitendenken, Politikversagen,
aus dem Resonanzraum der Gesellschaft kommt. So oft liest man auch die Politik, die öffentliche Meinung, die Presse, als ob nicht Politik, öffentliche Meinung, Presse eine Vielfalt mit Namen, Personen und Verantwortlichkeiten in einer freien Meinungsbildung darstellt. Die Ungerechtigkeiten und das antidemokratische Gedankengut, die schon tief in die Gesellschaft eingegraben sich haben, verpflichten die Medien, die Parteien, die Arbeitgeber und die Gewerkschaften gleichermaßen, sich nicht im Klein-Klein des Tagesgeschäfts zu verkriechen, sondern sich darüber hinaus zu erinnern, nach welchen Grundwerten die Republik Deutschland sich ausrichtet. Sie alle haben, so denke ich, das Privileg, aber auch die Pflicht, dieses Land zu gestalten. Diese Verantwortung, die wir gemeinsam tragen, ist Prävention vor antidemokratischen Tendenzen. Und die Themenwoche der ARD letzte Woche zum Thema Gerechtigkeit ist unter diesem Gesichtspunkt sicher zu begrüßen. Es wird Sie nicht überraschen, wenn ich gute und sichere Arbeit als Schlüssel zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bewerbe. Die Verlierer der Gesellschaft brauchen kein Mitleid, brauchen keine Tafeln, brauchen keine staatlichen Zuschüsse, kein bedingungsloses Grundeinkommen. Sie wollen, dass sie etwas wert sind. Und das geht nur über gute und sichere Arbeitsplätze, gute Bezahlung und Wertschätzung ihrer Leistung. Und die Arbeitswelt der Zukunft, das beschäftigt die IG Metall intensiv, wird uns noch mehr abverlangen als heute schon. Globalisierung, Digitalisierung der Produkte und Prozesse, Klimaziele, parallel fortschreitende Megatrends führen zu industriellen Umbrüchen, die tief in das Arbeitsleben und die Arbeits- und Lebensperspektive von Millionen von abhängig Beschäftigten eindringen. Und die entscheidende Frage wird die sein, führen diese Entwicklung zu einer weiteren Polarisierung, zu einem weiteren Auseinanderbrechen der Gesellschaft? Oder gelingt es, die Profite der Digitalisierung und Automatisierung für gute Arbeit für alle zu verwenden? Heißt es auch dieses Mal, dass aus technischem Fortschritt sozialer Fortschritt wird? Oder heißt es für viele, abgehängt zu werden? Hier braucht es gemeinsame Verantwortungsübernahme. Ich möchte, um den Kontrapunkt an der Stelle zu setzen, einen der großen Wirtschaftsführer zitieren, Herrn Käser von Siemens. Beim digitalen Wandel werden einige auf der Strecke bleiben, weil sie mit der Geschwindigkeit auf der Welt einfach nicht mehr mitkommen. Auf sie warten können wir jedoch nicht. Es ist mühsam, alle Beschäftigten fit zu machen für die Zukunft. Im Zweifelsfall soll der Staat dafür sorgen. Das ist Verantwortungsverweigerung. Und letztendlich sind Aussagen wie die teilweise viel gravierender in das Alltagsbewusstsein unserer Kolleginnen und Kollegen sich fressend als manche rechtspopulistische Parolen und lassen und öffnen die Meinungsbilder für Antworten, die eben nicht heißen, solidarisch sich zu wehren, sondern dem zu folgen, nach oben zu schimpfen und nach unten zu treten. Und da bitte ich die Medienvertreter, am kritischen Journalismus nicht zu sparen, auch in der Kommentierung solcher und ähnlicher Aussagen. Es ist die Pflicht der Journalistinnen und Journalisten zu bewerten, ob alle anderen Akteure ihre Pflicht erfüllen, gemeinsam Verantwortung zu tragen. Die Medien sind nicht nur die vierte Gewalt, sie sind nicht nur Berichterstatter, die Medien sind halt auch Trendmelder und haben die Aufgabe, Frühwarnsystem zu sein. Und die Aufgabe vom kritischen Journalismus sehe ich so, dass bei allen der gleiche Maßstab für die Zukunftsgestaltung unserer Gesellschaft angelegt ist. Es braucht Medienleute mit Wut und mit Mut. Der Publizist Ludwig Börne meinte schon vor 200 Jahren, im Dienste der Wahrheit genügt es nicht, Geist zu zeigen, man muss auch Mut zeigen. Meine Damen und Herren, Menschen mit Mut, gutes Stichwort, genau diese würdigen wir heute Abend, genauer gesagt die Otto-Brenner-Jury tut dies. Neues Mitglied der Jury ist Henriette Löwisch. Sie ist Schulleiterin der Deutschen Journalistenschule in München.
Sie wird innerhalb der Jury ein besonderes Augenmerk werfen auf junge Talente, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Ich darf Sie recht herzlich hier auch heute begrüßen. Noch nicht anwesend, wenn ich das sehe, aber ich begrüße Sie trotzdem schon mal, Isabel Cajani. Sie hat im Hörfunk gearbeitet, für TV-Redaktionen und Politikmagazine gearbeitet, wird besonders geschätzt für ihre Kommentare in den Tagesthemen und ihre Moderation des Weltspiegels. Auch Frau Cajani ist neues Mitglied der Jury und hat schon auch bei dieser Preisverleihung aktiv mitgewirkt. Auch Sie, auch noch in Abwesenheit, möchte ich herzlich begrüßen. Mit an Bord sind wie immer Volker Lilienthal, Heribert Brandl und Harald Schumann und fast auch schon immer unsere Moderatorin Anja Höfer. Sie gehört fast zur Stammbesatzung der Preisverleihung der OBS. Es gibt leider auch eine traurige Nachricht zu verkraften. In der Liste der Jurymitglieder fehlt Thomas Leif. Er war von Anfang an Mitglied der Jury. Ende 2017 ist er verstorben. Volker Lilienthal wird aus Sicht der Jury später an ihn erinnern. Der heutige Abend und das Treffen der Jury wären auch dieses Mal nicht möglich gewesen ohne das Team Lilienthal. Das sind die Studentinnen und Studenten vom Hamburger Lehrstuhl für die Praxis des Qualitätsjournalismus. 600 Bewerbungen sind dieses Mal eingegangen. Die müssen ja alle gesichtet und sortiert werden. Ich weiß, dass hierfür nicht nur der Mindestlohn gezahlt wird, sondern ein bisschen mehr, aber vor allem es zählt das Engagement all der Studierenden, die sich darum bemüht haben, uns heute eine gute Vorbereitung und der Jury eine gute Vorbereitung für ihre Entscheidung zu erarbeiten. Hier, denke ich, ist ein kräftiger Applaus geboten. Und nun ist es für die Otto-Brenner-Stiftung eine große Ehre, dass Armin Wolf unser Gast ist. Woher kennt man ihn? Wer in dem schönen Österreich ab und zu Urlaub macht, aus dem Nachrichtenmagazin ZIP2, als Chefredakteur der Sparte TV-Information im ORF, durch die sozialen Medien, als einflussreicher Journalist der deutschen Sprache, beliebt beim Publikum, gefürchtet bei Politikern, geachtet von Kollegen. Und Sie wird zitiert über Sie, unerschrocken und hartnäckige Art der Interviewführung. Ihre Sendung ist eine Institution für kritischen und unabhängigen Journalismus. Sie bohren tiefer, lassen sich nicht mit Floskeln abspeisen. Damit schafft man sich, wie man hört, nicht nur Freunde, insbesondere nicht bei der Neuen und bei der FPÖ. Aber heute Abend, Herr Wolf, versichere ich Ihnen, hier sind lauter Freundinnen und Freunde, vielleicht sogar Fans, und die warten schon mit Spannung auf Sie. Sie haben das Wort.